Ja, die Piranhas wegsplatten ist mit der größte Bonus von dem Ding. Also, 6 war die Kapsel, wo die Leuchtfackel gezündet wurde, ne? Ja. 750 Meter, wir müssen uns keine Gedanken um irgendwelche Tanks machen. Falls später doch, ist der da soweit ready. Wir suchen noch sehr dringend, das ist ein Zyklops-Teil, ne? Ja. Wir suchen sehr dringend Modification Station. Drei von vier. Okay, da fehlt nicht viel. Welcome aboard, Captain. Ich mach das Licht erstmal aus. Also Stromverbrauch sollte nicht sehr groß sein, aber... Ne? Ich habe auch das Bedürfnis, andauernd zu pingen. Einfach nur, um irgendwelche Höhlen zu finden? Ja, warum nicht? Und eventuell sprechen wir gerade wieder mit irgendwelchen Leviathanen. No? Noch mehr Vents? Bist du schon eingezeichnet gewesen? Glaube nicht. Ist irgendwas Besonderes? Ja, sehr gut. Aber ne, wo einer ist, sind mehr. Was gerade. Alles gut. Oh, hier ist sogar Sauerstoff. Die Haie können uns was antun, ne? Also vorher konnten sie es auf jeden Fall, aber jetzt mit dieser Diamantpanzerung müssen wir testen. Ja, nee, bevor wir dann jetzt da an dieses Kuschgebiet gehen, tendiere ich eher dazu, hier weiter gegen Dinge gegenzufahren. Hat auch beschädigt, okay. Warum bist du rot? Hier in diesem Gebiet zu bleiben, um die Modification Station noch zu Ende zu finden. Das wäre natürlich noch praktischer, wenn wir hier eine kleine Basis hätten und dann den Scanner einfach anschmeißen für Fragmente. Aber das wäre doch ziemlich viel Arbeit. Aber eine gute Ablenkung für Riley. Ich meine, er musste jetzt mehrere Tage hintereinander so viele abgefahrene Sachen durchleben. Also erstmal Kontakt mit Aliens, dann dass sein Schiff da, das Rettungsschiff, oh da, das Rettungsschiff zerstört wird. Alle Überlebenden, die er bisher finden wollte, sind auf die eine und andere Art gestorben und ja. Endorphin-Level sind low, wie PDA so schön sagt. Und arbeiten ist eine gute Ablenkung. Vor allem, wenn es was für einen selbst ist oder den man mag. Was bist du? Sieht sehr komisch aus. Mondpool. Ah, okay. Gerade irgendwas Goldenes. Da ist was Massives. Ja, ich glaube, das ist die letzte Modification Station. Sollten wir schon fast umdrehen, oder? Also nee, werden wir natürlich nicht, aber die Modifikation, die Motivation dazu ist groß. Hi, wir hätten gerne keine Enttäuschung jetzt bitte. Nicht irgendwelches Quadruple-Compressed Adamantium-Titan, um das Ding herzustellen. Nein, Computership, Titanium, Diamond, Lead, perfekt. Okay, also, egal was jetzt auf dem Trip passiert, wenn wir später nach Hause kommen, wird es uns gut gehen, weil dann können wir diesen größeren Tank bauen. Die besseren Flossen bauen. Die Repulsion Cannon. Und das noch nicht. Nee, wow. Smart Polymer. Nee, das können wir bauen. Und das können wir bauen. Ja. Zweimal. Okay, jetzt weiter.
Also wir sollten, wenn wir später die Cyclops-Teile noch zusammensammeln wollen, definitiv hierher. Das ist nochmal Moonpool, ne? Ja. Cyclops-Teile hier einsammeln. Also das Pilzgebiet scheint eine sehr gute Quelle dafür zu sein. Achso, wir sollten das Tageslicht auch ausnutzen, bevor es hier dunkel wird. Das war keine gute Stelle für unsere Motte. Hier wuselt viel zu viel Zeugs rum. Es soll Metalle geben in der Tiefe, also irgendwo in einem Höhlensystem. Vielleicht können wir in dem Höhlensystem unsere Motte parken. Da hinten ist Lifeboat 12. Wir sind da. Boah, die sind alle viel zu nah. Wurden gerade geblitzt, Dings? Wir sind bei 83. Ganz kurz mal parken. Nee, hier können wir nicht anhalten. Es ist nicht drin. Ich glaube, wenn ich hier jetzt pingen würde, würde wirklich was uns entgegenkommen. Selbst da oben sind noch welche. Ich habe auch keinen Höhleneingang gesehen, wo wir kurz reinhuschen könnten. Das ist nur sowas. Das ist eindeutig zu heiß. Wäre bestimmt schön für ein Thermal-Vent, den wir übrigens immer noch zu Hause bauen müssen. Aber hilft uns jetzt nicht direkt. Was sagt unsere Karte? Ist hier irgendwie ein Höhlensystem eingezeichnet? Das da sieht fast so aus, ne? Und hier hinter vielleicht? Wir brauchen eigentlich nur gerade einen Parkplatz. Den können wir auch gerne raus und dahin schwimmen und da geht's wieder tief runter. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Ne, die ganze Ecke ist mir so auch ziemlich suspekt. Ah, wir sind wieder in der Crash Zone. Ja, das Wasser ist hier so trüb. Einmal kurz reparieren. Und wir können die Kisten kurz checken, um zu sehen, was hier alles so noch rumliegt in der Crash Zone. Propulsion Gun, ja, haben wir schon. Propulsion Gun. Okay. Okay. War da gerade was? Also in der Crash Zone soll. Das war nur Strömung, oder? In der Crash Zone sollen definitiv mindestens ein Leviathan sein, wenn nicht sogar zwei. Wir hatten mehrere Nachrichten darüber bekommen, aber wir wissen halt nicht, ob sie vom selben gesprochen haben. Also nein, in die Richtung wollen wir nicht. Dieses Gebiet motiviert sehr stark dazu, doch Torpedos einzubauen in der Motte, um diese Sandhaie da zu töten. Ich denke nicht, dass wir die Aale so leicht damit hinbekommen, oder es würde sehr viele brauchen, aber so ein Typ da, ein, zwei Torpedos sollten da reichen, oder? Hier sieht es einigermaßen safe aus für ein paar Minuten. Ja, komm, bevor es dunkel wird. Also, wir haben unseren Backup-Tank, wir haben genug Atemluft, wir haben zu viel Titan. Wir wollen da jetzt einfach nur rein und... Genau, es kann alles hier rein. Wir wollen einfach nur zu diesen Hitzeschloten da hinschauen und gucken, ob wir da irgendwo neue Metalle finden. Das Ganze müssen wir ohne Licht machen, weil die scheinen hier irgendwie lichtsensitiv zu sein. Oh, hier ist sogar Sauerstoff, das ist sehr nett. Absolut nicht aggressiv.
Also die werden sein wie große elektrifizierte Stalker. Wenn man ihnen zu nahe kommt, dann machen sie was, aber sonst ist gut. Ich denke nicht, dass sie wollen, dass wir da unten in die Lava gehen. Nee, jetzt würde unser PDA uns niemals antun. Irgendwo hier müssen noch... Oh. Oh, das ist ein Ausgang. Ja, komm, das packen wir. Water Current. Due to local topography or geology, some subterranean passages feature markedly increased water flow velocity. Usually at choke points or near heat sources. Ah, here's a heat source. This can present a hazard to diving, as these currents may carry one to undesired locations, will slow down, reverse travel, or, in the worst cases, entirely prevent it, and may carry heat from one source to present a more direct danger. Ja, also das ist jetzt gut für uns. Also wir sind hier durchgekommen, das ist nicht so stark. Wir hatten schon Stellen, da konnte man nicht einfach so... Was mit euch? Oh. Mercury Ore. Das wird das Erz sein, von dem sie gesprochen hat. Mercury is a valuable constituent of advanced circuit fabrication and its oxide is useful as a red dye. Kali vines. This plant is fairly rare, found only in certain ecological niches with high mineral content and low exposure to light. The main body of the plant is composed of a fibrous tube filled with a strongly alkaline gel. The primary purpose of this may be to deter creatures from eating the stems, or it may help the conduction of the plant's biochemical processes. This plant possesses an unusual ability to detect disturbances in the water nearby and will retract into the seabed for protection when approached by potential predators. Avoiding such detection will be necessary to allow samples to be taken. Assessment: inedible but possibly useful from a chemistry standpoint if its defenses can be circumvented. Also wir haben schon absichtlich kein... Oh, die sind flott. Absichtlich? Ja, nicht absichtlich, aber wir hatten das Ding gerade gar nicht an, oder? Also es geht auch nicht um den Glider hier. Und auch nicht um Licht, wir haben auch kein Licht an. Sondern nur die Bewegung. Das heißt, wir müssen einfach nur lange genug warten. Oder wir schummeln. Nein, schummeln geht nicht. Oh. Das ist ein Todesfall, oder? Also eigentlich müsste man von da oben denn doch kommen, oder? Ist hier noch mehr von dem Zeug? Ne, ist nur drin, ne? Okay, trotzdem würde ich ganz gerne einmal den Tank auffüllen. Es wird nämlich gleich Nacht. Beide Tanks auffüllen, nicht vergessen. Folgst du uns? Sieht nicht so aus. Ja, ist ein guter Parkplatz hier. Welcome aboard, Captain. Tank Nummer 1. Oh. What are you? Das ist kein gutes Zeichen. Die Aliens in unserem Kopf. Und es wird Nacht und die Schatten sind sehr komisch. Was zum Teufel passiert hier? Ja, wir sollten nicht nachts in irgendwelche Höhlensysteme reinkrabbeln, wo starke Strömungen sind, wenn irgendwelche Aliens in unserem Kopf spazieren gehen, um rauszufinden, was wir sind. Klingt nicht gut. Wir schreiben uns auf. LP12 Höhle checken wegen Metall. Das ist in Klammern Mercury. Es ist ein dicken Schade, dass wir nur eins davon haben.
Aber hey, besser als nichts. Wir wissen schon, was es damit auf sich hat. In die Crash-Zone würde ich ungern zurück. Die Mountains ist bei der QED, bei der Kanone. Das Gebiet drumherum. Da waren diese Warper. Ist auch unbedingt nachts nicht so toll. Nee, ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Packen unsere Sachen und gehen nach Hause. Wir versuchen nicht in die Crash-Zone zu gehen. Müsste irgendwo da oben sein. Und Licht nur... Ja, da sind Pilze. Pilze sind toll. Pilze sind unsere Freunde. Wir orientieren uns an Pilzen. Halten uns gerne in ihrer Nähe auf. Schön. Hier können wir auch wieder Licht nutzen, ne? Alle sind ja weg und die Haie auch. Wobei wir bei den Haien das mal testen müssen. Ob sie wirklich sich von Licht angezogen fühlen oder ähnliches. Ups. Ja, noch ein wenig Probleme mit dem checken, wie breit man ist, bevor man irgendwo durchgeht. Mod ist ja doch ein Ticken breiter als das Cockpit hier. Suggeriert. Geht's da? Ah, da ist doch die Karte. Da ist Safe Shallow ein Stück und eine sehr auffällige Ritze. Gucken wir uns die mal an. Hier eigentlich gleich kommen? Oder hätten wir da hochgemusst? Ja. Also hoch, um runter zu gehen? Fällt mir normalerweise nicht, weil dann kann da alles Mögliche hinter dem Hügel lauern. Hey Gary. Höhle checken. Höhle checken. Fancy. Okay, klein. Was ist mit dir? Rose Lily. A brightly glowing pink leafy plant. Haben wir jetzt einfach mal. Einfach nur ein paar Proben mitnehmen für den Garten. Das Ding war hier sonst eher... Da sind noch mehr von diesen Löchern. Scheint aber rein dekorativ nur zu sein. Das ist ein netter Canyon. Darüber auch eine Basis. Ja, auch... Oh, oh. Hey, yeah, ich kenne doch meine Crash-Zone hier um die Aurora rum. Nee. Da kann mich auch so ein Canyon hier nicht hinlocken. Wir gehen jetzt nach Hause, wir bauen eine Modification Station. Wir haben schöne Tanks, bessere Flossen. Ist alles gut. Da lang. Ja, die Aliens im Kopf sind... Ja, sind wieder eine Sache, die verstörend sind, aber bei dem Riley nichts machen kann. Also er könnte jetzt einen Aluhut aufsetzen, aber das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das, wenn die Aliens wirklich so mächtig sind, hat er keine Chance. Er muss halt verstehen, wie die funktionieren. Oder ihn irgendwie deutlich machen, dass er keine Gefahr für die Aliens ist. Also ja, er tötet hier Lebewesen. Aber um sich zu ernähren oder um die Ressourcen davon irgendwie zu nutzen... Macht ihn das zu einem schlechten Wesen? Eigentlich schon, ne? Ja. Wenn wir irgendwann irgendwelche Minen haben, dann können wir den Planeten ausbeuten. Dann müssen wir keine Tiere mehr ausbeuten. Ist das besser, Aliens? Ja, nein, vielleicht. Haben wir noch. Hey, Gary. Wir essen und trinken erstmal was.
Also, ja. Wir essen. Das reicht. Die Melone ist toll. So, wir haben noch Sachen für draußen zum Anpflanzen. Dazu werden wir gleich tun. Hier, liebe Aliens, wir pflanzen Sachen an, die selten sind, damit sie nicht aussterben. Ist doch toll. Wir sind voll nett. Bitte nicht mehr weiter in unserem Kopf rumturnen. Oh, wir können sie nicht anpflanzen. Die können wir anpflanzen. Ha. Huh. Brauchst du so einen anderen Topf? Exterior. Chic. Ja. Das geht. Okay. Genau, wir müssen das Merkmal wegsortieren. Wo packen wir das mit hin? Da ist noch nichts. Mercury Ore. Ein Ei für die Sammlung. Bloop. Gut. Und dann einfach oben hinhauen, dass wir die Nacht skippen können. Hm. Oh, nevermind, es ist schon wieder Tag. Ja, das war jetzt ein kurzer Trip zu LP12. Wir hatten noch ein zweites Ziel. Das ist im Südwesten. Hier bei Liveport 19 die Time Capsules und weiter checken steht da. Ja, weiter checken klingt gut. Wir bräuchten erstmal hier die Melonen. Melonen. Okay, sind voll. Und einmal trinken würde ich noch ganz gerne. Oh, die Modification Station. Ja. Oh, sorry. wir können kein Bleach gerade herstellen. Nee, wir haben keinen Chlor. Wir haben kein Salz. Ah, okay. Nee, völlig vergessen. Modification Station. Wir hätten gerne das Ding. Können wir erstmal ja auf so einen ordentlichen Pot setzen. Wir sollten Titanium, Diamond und Lead haben. Es wird also am Computerchip mangeln. Und der Computerchip braucht wahrscheinlich die Pilze, richtig? Rare Elements. Jupp. Davon ein paar. Gerne mit. Gut. Nein? Okay. Dann stellt... Oh, Kupfer könnte fehlen. Wahrscheinlich, ne? Kupfer brauchen wir immer so schnell. Ja, wir haben 0 Kupfer. 0 ist wenig. Ich schmeiß sie mal zu Alien-Stuff. Heißt, wir müssen jetzt... Du hast immer noch an. Perfekt. Nee, Limestone-Chunks sind richtig. Das heißt, wir huschen jetzt raus und sammeln Kupfer. 2 Stück für die Modification Station. Da hinten ist ein ganzer Batzen. Oh, warte. Oder wir können Leib und Leben riskieren und da runtergehen. Das Ding hier spuckt ja auch regelmäßig Ressourcen aus. Hier. Sehr viel an Ressourcen. Sammelt sich da über die Zeit an. Es war jetzt aber leider kein Kupfer bei, das wir sehen könnten. Gold. Kupfer. Ja, es tut weh, ist okay. Was ist das da? Achso, tote Fische. Ja. Medkit, lass bitte
ein Lithium hier liegen und einen toten Fisch hier liegen. Das ist nicht der Standardausgang, ne? Oh. Oh Gott. Genau, weg. Ich sag ja, ist nicht unbedingt der angenehmste Weg, aber es ist jede Menge Ressourcenkram. Akku wechseln ist gleich drin, yep. Schmeiß erstmal alles hier rein. Das kann später sortiert werden. So, ein Kupfer haben wir bekommen von der Aktion. Medpack nutzen, dankeschön. Da hinten das Einzige, was noch ein Kupfer ist. Ah ne, da auch noch ganz viel. Aber hier in der Nähe, ja, da war Riley schon fleißig, ne? Du bekommst Batterie. Der Innenseite, hm? Ja. Und da wäre schon unser Kupfer. Wir machen gleich ein, zwei noch mehr, falls wir noch irgendwelche Upgrades brauchen. Irgendwelche Ressourcen brauchen für die Upgrades selber. Ich weiß nicht, die Uhu. Ja. Ob die Tanks oder Flossen Kupfer brauchen. Bei den Tanks könnte ich mir vorstellen, bei den Flossen eher nicht. Noch, dann haben wir zwei als Backup. Ist denn genug für einen Draht, das sollte passen. Da. Kopper. Schön. Ab nach Hause. Oh, es zeigt sogar an, dass die Motte gedockt ist. Sehr schön. Basis hat sich echt gemausert in der Zeit. Also, dich jetzt. Jo. Hallo. Wir hätten gerne. Die Flossen gehen nicht, weil wir unsere Flossen nicht ausgezogen haben. Das können wir gerne tun. 15% Geschwindigkeitserhöhung. Streamline Construction enhances swim speed considerably by comparison to regular fins. Bei den anderen stand eine Zahl dran. Bei denen nicht. Aber sie sollten besser sein, okay? Und dann Tank. Wir sind jetzt bei 135. Huhuhuhu. Wir sind deutlich breiter, also nehmen noch mehr Platz weg, ne? Also vorher 135, jetzt schon drüber. Ah, es ist ein ordentlicher Sprung vorwärts. Aber Platz ist halt echt ein Faktor, ne? Mach den zweiten. Das heißt, wir können einen Backup-Tank mitnehmen und dann haben wir auch echt viel Sauerstoff. Oder, jetzt wo der Tank so groß ist, ist es auch eine valide Option, einfach nur mit dem Tank rauszugehen. Gerade wenn wir mit der Motte unterwegs sind, sollte das eigentlich okay sein. Außer wir erforschen jetzt irgend so ein Höhensystem. Aber dann könnten wir das Ding ja auch in den Trunk von unserer Motte schmeißen. Das heißt, wenn wir ein Höhensystem erforschen, wo wir wissen, oh, da könnten jetzt irgendwelche Strömungen sein oder so, dann packen wir das Ding ein aus der Motte. Wir dürfen es halt noch nicht vergessen. Ja, Propulsion Cannon bräuchte noch mehr Computerchips. Exosuit Upgrades ist abgefahrenes Zeug. Ja, nee, das brauchen wir alles nicht. Nee, dann würde ich sagen, kümmert sich Riley jetzt erstmal um noch mehr Ressourcen, damit wir immer schön Sachen craften können. Und wenn genug Kupfer und so weiter wieder da ist, dann können wir uns hier unten umgucken bei LivePort 19. Idealerweise ist es auch gerade angefangener Tag, damit wir dann nicht im Dunkeln rumeiern müssen. Oder gerade noch Nacht? Ja, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Jetzt aber erstmal arbeiten.